Rodrigo. Bille. Wie heißt unsere Band? Und wo kommen wir her? Aus? Aus? Richtig, Rot. Du bist der beste Bauchredner, den ich je gehört habe. Weißt du was, ich kann auch mit dem Bauch applaudieren. Und Joel. Und Rott, Rott, Rott rufen. Super. Farin, wir brauchen dich nicht mehr. Juhu, danke, tschüss. Nein, war doch gelogen. Guck mal. Spinne, er war nur Guck Spinne. Mal. Farin, oder meine Damen und Herren. Was wünscht, bekommt ein Kissen geschenkt. Zum zweiten Mal, das ist in Hamburg schon mal auf die Bühne geflogen, da ist nämlich ein Traktor drauf. Ich bin ja Gartentraktor-Fan, wie man an meinen Songs unschwer erkennen kann. Da steht doch was, was da drauf steckt. Ich meine, da stehen auch Schweinereien drauf, die will ich nicht sagen. Du kannst Bela auch mal mitbringen. Aber Achtung, ich bin nur eine zwei. Denn wir ist Platz für. Egal. Okay. Okay. Ihr könnt euch denken, wir haben uns gestern ziemlich verausgabt. Ihr müsst uns wahrscheinlich heute ein bisschen helfen. Die können alle überhaupt nicht werfen, das ist total geil. Lass liegen, Bruder, lass liegen. Wie geht's euch? Uns geht's. Könnt ihr ein bisschen leiser sein heute? Also ich bin da nüchtern geblieben gestern. Es war schwierig. Aber wir nicht. Weil wir ganz Koks. Für uns ist aber Hauptsache ein Grund zum Feiern, selbst dein Geburtstag. So viel zu der Frage, ob wir uns dann auch wirklich gut verstehen. Ich mag Rott sehr gerne. Ey, das ist nachträglich. Hatten wir gestern schon. Aber jetzt, wo ich 49 bin, verstehe ich endlich die Welt. Dankeschön. Und würden Sie euch gerne erklären, im Rahmen der nächsten, keine Ahnung, 50 Lieder schon wieder gemacht. Was ist denn heute los? Wollt ihr darauf hinaus, dass ich Männertippen habe? Ihr Schwamm. Irgendeinen wirst du mal anziehen müssen. Vielleicht zieh doch jeden Abend einen Turbus einen an und setze die schwarze Langhaarperücke auf. Sani, ja! Sani hatte keine schwarze Haare, das weiß der noch nicht mehr. Okay, Leute, ihr seid auf einem Rockkonzert, ihr glaubt es nicht. Ihr dachtet, ihr wärt bei der Augsburger Puppenkiste oder wie die heißen, diese lustigen. Nein, wir sind die Ärzte, wir sind eine total ernstzunehmende Rockband. Ich zeige euch das mal kurz. Alles da? Warum meinst du denn, Lena? Okay, folgende, wir spielen heute Abend eventuell Lieder, die nicht jeder von euch kennt. Ich möchte mich dafür schon mal überhaupt nicht entschuldigen. Aber es wäre schön, wenn ihr einfach trotzdem so tut, als wäre das alles ganz toll und springt, klatscht, euch freut. Mit dem Springen können wir vielleicht mal nur... Ja genau, so wie die junge Dame. Sehr gut. Und jetzt ohne Pause bis zum Konzertende. Wir spielen heute 3,5 Stunden. Also bin auf deine Stimme morgen gespannt. Wirst du die dann morgen hören? Könnt ihr das denn alle nachmachen? 1, 2, 3. Okay, vielleicht nicht zu nahe treten, aber sie sah besser aus dabei. Aber da hinten, da haben ein paar Leute sich nicht angesprochen gefühlt, oder? Hallo ihr da hinten! Ihr habt Eintritt bezahlt, deswegen reden wir auch mit euch. Genau, müsst ihr auch springen! 1, 2, 3, springen und jubeln! Und freuen! Alles freut auf mein Kommando! Wir sind bla bla bla. Zwei Tage, zwei